Hi, this is Mike and this is Day and I wish you a very good day. Und zwar, willkommen zu meiner ersten Feuerwache im LS15 Feuerwehr. Und zwar, ich bin hier in Björnholm und ich hoffe, das ist meine erste Folge. Und ihr hört schon die Sirenebord, also nichts brennen, das erste Auto. Und zwar, was ich bis jetzt weiß, haben wir einen Brand. Und zwar an der Molkerei. Und ich bin jetzt unterwegs, um diesen Brand zu löschen. Nun fahre ich zuerst mit dem ELW aus, dadurch, dass ich mir die Lage erstmal ansehen möchte. Naja, der ist mir gerade im Weg gestanden. Und nun versuche ich mit Vollgas zu fahren. Tja, ich weiß, es dauert ein wenig, aber hier sieht man schon ein Großbrand, wie im Buche steht. Zack, und ich werde mich hier einfach vor der Haustüre stellen. Halt so, dass ich die Leute nicht behindere. Oder ich stelle mich einfach ein und schaue mal, wo ich Platz nehmen kann. Und zwar, ihr seht es gerade, hier brennt es überall lichterloh. Zack, hier werden auch meine Leute nachher reinkommen wahrscheinlich. Und ich stelle mich jetzt einfach hier mal hin und fahre mal das Rollo. Ich glaube, ich hole doch den großen ELW dazu, weil es doch ein großer Einsatz ist. Aber zuerst fahren wir mal mit den Löschfahrzeugen aus. Oh Mist, irgendwas stimmt hier gar nicht. Und hängt dieses Fahrzeug mitten drin, aber jetzt nicht mehr. Und das ist mein neuestes Fahrzeug, das noch nicht kennt. Es ist der LF16. Und nun laufe ich noch kurz zur Sirene, denn nun, wir haben genug Leute, ich kann es jetzt ausstellen. Zack, ausgeschaltet. Ich weiß, es hängt ein wenig, das tut mir leid. Denn das liegt am Spiel, nicht am Aufnahmeprogramm. Ja, jetzt muss ich erst einlaufen. Nicht schon wieder. Wo hängen wir diesmal? Oh, nimm's. Cool. Okay. Jetzt haben wir mit Vollgas rüber. Oh. Okay. Und das geht anscheinend nicht. Aber ja, es ist mein neuestes Fahrzeug. Mit dem bin ich noch nie im Einsatz gefahren. Denn ich habe schon oft selber gespielt, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Nun habe ich mir überlegt, mach halt mal ein Video auf YouTube und schau einfach mal, wie es ankommt. Und tja, das mache ich jetzt. Nur für euch. Das erste LS15 Video, auch von mir. Oh shit, wo fahre ich denn hin? Oh, ja, stimmt, völlig richtig. Und manchmal bin ich einfach noch, man merkt es glaube ich, nicht so ganz da, wie ich fahren soll oder muss, denn ich bin etwas nervös. Ich glaube, das darf ich auch ehrlich sagen.
Ich stelle mich hier zur Seite. Mit dem ersten Löschfahrzeug. Aber schon so, dass man noch gehen kann. Dann eben. Zack, ausgestiegen. Oh, jetzt habe ich die Sirene rennen lassen. Aber ist jetzt egal, denn hier zählt nun jede Sekunde. Oh. Okay. Okay, da geht eh nix. Schade. Aber tja, nun kommt mein Lieblingsfahrzeug. Der Rosenbauer AT3. Jetzt. Okay. Dann fahren wir auch zum Einsatzort damit. Ich habe funktionierende Blinker, das einfach ein wunderschönes Fahrzeug, wenn die Blinker und alles funktioniert. Haben wir bei meinen großen LKW sind wir gerade vorbeigefahren. Tja. Ja. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie ihr es findet und so. Denn es ist mein erstes Let's Play Video. Und ja. Genau. Und ich kopiere niemanden, nur dass das mal klar ist, denn ich habe noch nie Let's Plays irgendwo gesehen auf YouTube oder so. Ja, okay, doch einmal, aber den mache ich nicht nach, denn der ist dreimal besser wie ich. Und ja, ehrlich gesagt, ihn mache ich sowieso nicht nach, denn was würde es mir bringen, einen nachzumachen, wenn ich doch selber bessere Sätze fahre, finde ich. Und ja. Und ich mache keinen nach, denn ich weiß, es gibt schon sehr viele LS15 Let's Plays und so, aber ich mache niemanden nach. Dass das gleich von Anfang an klar ist. Und zwar mit dem Rosenbauer fahre ich jetzt hier hin. Stelle mich einfach hier mal hin. Fahre noch etwas zurück. Steige aus. Diesen weiß ich, der macht seine Tore auf, wenn ich es will. Gleich zum nächsten. Tja, es ist auch nicht sehr leicht, also okay, leicht schon, aber es war für mich einfach schwer, ein gutes Aufnahmeprogramm zu finden, das kostenlos ist. Und das ist meine erste Regel bei mir, denn ich will nichts zahlen für ein blödes Aufnahmeprogramm, wenn ich sowieso nichts verdiene an diesen Videos. Ja, und darum fahre ich nun einfach zu diesen Einsätzen. Und ja, ich habe gerade eine Meldung reinbekommen, dass wir auch zwei Verletzte haben. Einen schwer und einen leichten. Das bedeutet, dass wir die Rechnung, wollte ich jetzt sagen, statt Rettung dazu holen müssen. Und ja, das ist nicht so toll, wie man natürlich weiß. Aber tja, so muss es wohl sein. Oh, okay, hier habe ich wieder mal keine gute Hupe, schon bemerkt habe. Ich fahre oft irgendwo dagegen, aber mir ist das egal, ehrlich gesagt, weil es nur ein Spiel ist. Da fahre ich nicht so genau. Und nun fahre ich wieder hier rein. Okay, das war mein Handy, Entschuldigung. Das schaue ich jetzt natürlich nicht, denn ihr seid wichtiger als mein Handy, ist doch klar, Leute. Und nun fahre ich hier halt gleich. Achso, nein, doch nicht. Ich glaube, ich fahre doch weiter nach vorne. Denn die LK muss auch noch Platz haben. Ist ja natürlich sehr wichtig. Aber bei so einem Großbrand wie hier bin ich eher selten, aber natürlich schlimm. Ach egal. Jetzt habe ich sie schon wieder vergessen. Tut mir leid, aber es ist einfach mein erstes Video, wie gesagt. Und da darf man wohl auch noch was vergessen. Tja. Cool.
Tja, und nun fahre ich schon mit dem nächsten raus. Ich weiß, das Video dauert schon 10 Minuten. Aber was soll's. Denn ich habe auch einen weiten Weg zum Zurücklegen. Aber es ist auch mein erstes YouTube-Video, das ich so mache über Laptop. Und will einfach mal wissen, wie es euch gefällt. Schreibt das einfach mal in die Kommentare und so. Ich glaube, das sage ich jetzt eh schon sehr oft. Und tja, schaut mal bei Doos 2 vorbei, das sage ich auch jedes Video, aber ich sag's euch, der Hund, der Typ ist einfach klasse. Okay, wir sind sowas wie die besten Freunde, aber ich habe noch einen besten Freund und das ist, naja, ein guter Freund. Den Namen will ich euch jetzt nicht sagen, denn ich darf ihn nicht verraten, weil er noch zu jung für YouTube ist und ja. Das war jetzt auch schon das letzte Löschfahrzeug, was kommt. Das werde ich wieder hier parken. Das ist aber auch das schwierigste Löschfahrzeug. Nicht zum Aufmachen des ganzen Tore und so. Hier machst du wirklich die Tore alle extra auf. Mann ey. Zack. Eins haben wir noch. Und schon mit der Kamera eingerichtet. Okay, die Kamera, Entschuldigung. Ich weiß, ich hasse das auch, die Maus zu streichen und alles. Wenn ich muss jetzt das Horn, ach, das Horn sage ich schon, im Wasserwerfer drehen, damit ich auch was treffe. Und zack. Und zwar nun kommt mein Gefährt, das ich sehr schätze, meine DLK 2312. Es ist eines meiner Lieblingsgefährten hier auf dieser Map. Achso, genau, falls es euch noch gar nicht aufgefallen ist, es ist Winter. Auch einstimmig zu dieser Jahreszeit habe ich mir gedacht, fangen wir doch nicht gleich mit Winter an. Und jetzt, da drüben, okay, jetzt sieht man erst den Rauch, was emporsteigt. Oh, Auto. Darum. Okay. Ich war etwas auf der Gegenfahrbahn. Entschuldigung, tut mir leid. Okay, dann fahre ich jetzt wieder beim unteren Tor gleich hinein. Entschuldigung, schon wieder mein Handy. Aber es ist nun mal so, dass mich mein Handy hier und da sehr nervt. Aber tja, nun, ich weiß, es ist etwas zittrig wieder und es ist einfach durch den Brand vor uns. Muss ich halt die Kamera kurz umstellen, damit es wieder besser läuft. Und zack, wir sind angekommen.
drehen das Horn ab, steigen aus und wissen, was zu tun ist, nämlich alle Tore aufmachen, wenn es funktionieren würde. Zack, Septik geht auf. Stützen ausfahren natürlich, immer wichtig. Die brauchen immer ewig, denkt euch nichts dabei. Und einsteigen. Ich meine, die Leiter in die Höhe reißen. Und hat man auch schon wieder dieses Knistern des Feuers. Und zack, und nun kann ich diese Leiter drehen. Und geht es zu den Löscharbeiten. Tja. Nein, diese zwei brauchen wir jetzt nicht. Und den brauche ich jetzt, denn ich habe ja gesagt, das ist ein großer Einsatz. Dadurch brauchen wir jetzt den großen ELW, nicht den kleinen. Denn was eh schon am Einsatzort steht. Sondern wirklich den großen. So ihn hier. Und wir glauben auch, dass wir in einem Funkloch sind, denn sonst kommen keine Funksprüche durch. Drum machen wir jetzt ihn. Denn er hat dann den höchsten Mast. Hat's, glaube ich, gerade bemerkt, ich habe mich gerade etwas verfahren. Und naja. Ah. Man merkt es, glaube ich, ich war heute zum ersten Mal mit diesem großen Ding hinten oben. Bei einem Sattlerschlepper. Tja. Nun heißt es an den Einsatzort. Mit Blaulicht und Höchstgeschwindigkeit. Und am Einsatzort gleich den Masten aufrichten. Und auch die Antenne, so dass wir gleich anfangen können zu funken und sagen, was los ist. Ob wir die Rettung noch brauchen oder nicht. Dann steht der ELW 1. Ich komme hier mit dem ELW groß 2. Die haben schon alle auf mich gewartet. Wenn man es nicht merkt. Und zack. Masten aufstellen. Und natürlich die Kommandozentrale ausklappen. Fertig. Machen wir jetzt nicht, die Polizei auch nicht, aber wir brauchen einen. Ein Krankenwagen. Okay, das ist jetzt kein Krankenwagen, sondern der Notarzt. Entschuldigung, mein Fehler. Muss ich jetzt ganz schnell fahren, denn wir haben es ja drahtig. Also beeile ich mich. Okay, ich glaube, ich kann es nicht ganz verbergen, dass ich Österreicher bin. Das wisst ihr auch schon eigentlich. Aber tja, nun fahre ich zum Einsatzort. Blinken wir mal, blinke ich mal. Auch schon wieder so zittrig durch dieses Feuer. Zack, und wir sind da. Nun kommen wir natürlich mit zwei Rettungswagen an.
Ach so, stimmt, das geht ja nicht. Und nun, man merkt's, fahre ich schon wieder Vollgas mit dem Rettungswagen. Rettungswagen müssen immer schnell sein. Dürfen einfach nie langsam sein. Tja, kann ich noch kurz mitnehmen. Komme ich schon durch mit dem Rettungswagen. Und zack. Oh. So sieht er aus von innen, dieser Rettungswagen, den ich jetzt fahre. Und gleich mit dem nächsten raus. Und mit Vollgas. Ja, ich weiß. Er geht einfach zu langsam fast. Solch eine Fahrt. Nun biege ich aber rechts ab. Fahre oben rein. Und stelle mich noch kurz gut hin. Ups, ein anderer Rettungswagen. Das ist schon blau mehr. Zack, alle Türen springen wieder auf. Nun heißt es aussteigen und sich um die Brandbekämpfung zu kümmern. Ja, ich laufe und 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 spritze und spritze in die Luft, denn ich will das Feuer löschen. Ja, ich will das Feuer löschen. Ja. Habe ich wieder eins gelöscht. Tja. Okay.
Ach so, der Schlauch wird zu knapp. Ich muss wieder retour gehen zum Auto, woher ich so das hab. Und weg ist er. Tja, und dann wieder schnell. Trotzdem wieder hier hin, um nachzusehen, ob meine Kameraden etwas zusammenbringen. Natürlich. Und sie haben schon wieder etwas gelöscht. Ja, es ist einfach so wunderbar, wenn deine Kameraden so super zusammenarbeiten. Zack, und das erste Feuer ist gelöscht. Au, heiß, heiß, aua. Naja. Zum nächsten Feuer. Schau hier wieder nach, und auch hier haben sie es wieder geschafft. Ja, es ist einfach so wunderbar, wenn man sich auf seine Leute so gut verlassen kann. Ich glaube, ihr wisst das auch. Feuerwehr, Feuerwehr, Feuerwehr. Es ist einfach das Wichtigste im Leben, dass man einen guten Partner hat, der was immer dabei ist und der was alles weiß. Okay, der was einfach wichtig ist im Leben und der was auch Leben rettet. Darum sage ich immer Feuerwehr, Feuerwehr. Feuerwehr ist das Wichtigste im Leben. Bringt euch nichts dabei. Und nochmal, schaut bitte bei Dues zweimal vorbei. Meinen Kumpel. Und ich laufe und laufe, ich bin so langsam. Ach ja, und auf Facebook könnt ihr natürlich mich auch auschecken. Denn dort heiße ich wie hier auf YouTube Mike Romosa. Und ihr könnt mich natürlich eine Freundschaftsanfrage schicken. Und vieles mehr. Wir chatten natürlich und so weiter und so fort. Und ich sage, sage gleich, wartet noch mal alles durch, so alles hab, dann steige ich hier aus, lauf unter das Dach. Hier verabschiede ich mich jetzt von euch. Danke, liebe Leute, fürs Zuschauen. Wie gesagt, abonniert mich. Ach, das habe ich noch nicht gesagt, aber sorry. Abonniert mich, was auch immer machen wollt, und somit ciao, bis bald. Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter.
und er zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was möglich bleibt. Dich erinnern. Und dann schau ich zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schau ich zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Zurück, zurück auf das, die Schatten.